YouTube-Aufnahme läuft auch wieder. Wir haben heute eine Käfervorwelle, sehe ich gerade. Okay. So, jetzt passt wieder. Okay. Hey! Nachtara ist wieder auf dem Bein. Wirklich? Ja, aber er hat gesagt, dass er Rashtag gleich wieder verlassen muss. Was? Wir haben auf ihn eingeredet, dass er sich schonen und es nicht gleich übertreiben soll, aber er hört nicht auf uns. Deswegen hat die Wirtin gesagt, ich soll euch holen. Verstanden. Ich werde dann mal alle zusammenrufen. Hey, mach mal halblang. Nur nicht zu beeilen, okay? Du bist noch zu schwach. Ich habe keine Wahl. Wenn ich mich nicht beeile, dann... Ah. Siehst du? Komm, wir meinen es doch nur gut mit dir. Du bist doch nicht so weit. Ruhe ich noch ein wenig aus. Nachtara. Viridium? Anscheinend hast du das Missverständnis um meine Person bereits aufgeklärt. Ich würde mich gern gebührend bei dir bedanken, aber ich muss mich sputen. Du siehst besorgt aus. Aua. Was auch immer du vorhast, du bist noch zu schwach dafür. Hör mal nach, Tara. Möchtest du uns nicht verraten, was vorgefallen ist? Vielleicht können wir dir ja helfen. Ach, du hast ja recht. Nun gut, ich werde euch alles erzählen. Was sagst du da? Du wurdest verfolgt? Und du bist hierher nach Rastatt geflüchtet, ja? Richtig. Sie haben Siana und mich aus altem Himmel angegriffen. Also haben wir uns aufgeteilt und sind in verschiedene Richtungen gelaufen, um ihnen besser entkommen zu können. Ich hatte Glück, es bis hier geschafft zu haben. Aber die arme Siana, sie dürfte wohl immer noch auf der Flucht sein. Daher darf ich keine Zeit verlieren. Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Verstehe. Aber sag mal, weißt du, warum euch jemand so einfach so angegriffen hat? Nun ja, ich vermute, dass sie es hierauf abgesehen hatten. Das sind ja Karten? Siehst du sie etwa zum ersten Mal? Dabei handelt es sich um sogenannte Zugangskarten. Die geheimnisvollen Kräfte, die in dem Land hier innewohnen, folgen ungeachtet ihrer anscheinenden Unberechenbarkeit dennoch gewissen Gesetzmäßigkeiten. Und damit meine ich die Erdsehnen. Der Verlauf dieser Erdsehnen beeinflusst nämlich den Grad der Mystik dieses Landes. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis begannen Dungeon-Forscher wie Psyana und ich sich zu fragen, ob es nicht möglich sei, den Verlauf dieser Erdsehnen zu steuern. Und genau hier kommen nun diese Zugangskarten ins Spiel. Hinsichtlich der Funktion dieser Karten sei nun Folgendes gesagt. Warum schlafen denn hier auf einmal alle? Ein bisschen Aufmerksamkeit bitte. Oh, waren wir etwa eingenickt? Sieht so aus. Mir ist so, als hätte jemand einen starken Hypnosezauber auf mich angewendet. Ich habe etwas Wundervolles geträumt und fühle mich richtig erfrischt. Verzeihung, meine Ausführungen waren wohl etwas zu anspruchsvoll für Laien. Das Beste wäre wohl einfach zu zeigen, wie es funktioniert. Gehen wir nach draußen. Bist du dir auch sicher? Los ihr zwei, helft ihm! Alles klar, Boss. Da war ein Übersetzungsfehler. Da stand gerade Timber statt Praktikbalk bei dem Namen. Stütz dich einfach auf uns. Ja, genau so. Kannst du laufen, Nachtara? Oh, danke. Das ist sehr nett von euch. Nanu, was ist denn hier los und warum haben sich alle hier versammelt? Da fragst du den Falschen. Aber offenbar will uns dieser Fremde da etwas zeigen. Steh also nicht im Weg rum. Eine Vorführung? Um was es wohl geht? Ist ja richtig spannend. Gut. Hier sollte es klappen. Tretet bitte alle einen Schritt zurück.
Und los geht's. Wow, dieses Licht. Was ist das denn für ein Ding? Oh, was ist das? Das ist ein Magna-Portal. Dabei handelt es sich um einen Zugang zu einem Dungeon. Ein Zugang zu einem Dungeon? Ja, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Wir stellen Zugangskarten in Abhängigkeit vom Verlauf der Erdszenen, die wir entschlüsseln wollen, her. Indem wir die Karten auf unterschiedliche Weise anordnen, können wir den Verlauf der Erdszenen ändern. Und so einen direkten Zugang zu einem Dungeon schaffen. Bei dem Zugang, den ihr hier vor euch seht, handelt es sich um etwas ganz Besonderes, denn er wurde noch nie zuvor genutzt. Er ist das Ergebnis der jahrelangen Forschungsarbeit von Psiana und mir. Wir nutzen die Kraft von Sonne und Mond, um den Verlauf besonders komplizierter Erdszenen zu beeinflussen. Jedoch reichen diese beiden Zugangskarten nicht aus, um ein richtiges Magna-Portal zu erschaffen. Denn um den Zugang zum Dungeon zu vollenden, benötigen wir noch zwei weitere Zugangskarten. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam. Und diese beiden anderen Karten, die hat dann wohl Psiana bei sich, ja? In der Tat. Die Kombination aus Psianas und meinen Zugangskarten hätte unsere langwierige und entbehrungsreiche Forschungsarbeit endlich einem erfolgreichen Abschluss zugeführt. Endlich, nach all der Zeit. Aber wir wurden unmittelbar nach der Fertigstellung der Karten angegriffen. Deswegen vermute ich, dass unsere Gegner auf die Zugangskarten abgesehen haben. Dass seit deiner Ankunft kein weiterer Angriff auf dich stattgefunden hat, kann man annehmen, dass deine Verfolger um jeden Preis vermeiden möchten, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Tja, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Wer weiß, vielleicht wollen sie uns ja einfach nur in Sicherheit wiegen, um dann ganz urplötzlich zuzuschlagen. Solange Nachtara hier bei uns ist, wird ihm auf jeden Fall will keiner dieser Schufte auch nur ein Haar krümmen können, also müssen wir uns nur um Psiana kümmern. Was? Wollt ihr damit etwas sagen, dass... Ja, aber hast du denn ernsthaft geglaubt, wir würden allem Taten das zusehen können? Wo wir doch nur die ganze Geschichte gehört haben? Ist dein Pokémon in Not, dann gilt für uns einer für alle und alle für einen. Das ist das Motto unseres Teams Shy Guys. Du kannst auf uns zählen. Wir werden Psiana schon retten. Mir fehlen die Worte. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen, versprochen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Psiana in Richtung Yamatal geflohen. Zumindest habe ich einige unserer Verfolger in diese Richtung laufen sehen. Ich bitte euch inständig, macht euch rasch auf, um Psiana vor unseren Widersachern zu retten. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Sei unbesorgt, du kannst dich auf uns verlassen. Kilian, wähl du aus, wer sich auf den Weg machen soll. Lass uns losputen, sobald die nötigen Vorkehrungen getroffen sind. Auf zum Yamatal, um Psiana zu retten. Jo, ach, da ist ja Litomit. Ah ja, das ist so eine weitere Side-Story, die man hier so nebenbei verfolgen kann, wie die von unserem lieben Unra Tytox. Habe ich eigentlich wieder Boxen dabei? Ja, yep, ich habe welche dabei. Und Geld auch? Ja, yep, habe ich auch. So. Ein Top-Elixier. Hoffen wir mal, dass da noch was Besseres drin ist. Oh, noch ein Top-Elixier. Hat sich hier nicht mehr richtig gelohnt, die aufmachen zu lassen. Bum, bum, bum.
Das Ding verkaufen wir, das Ding auch. Zitrobeere. Den Lebenssamen nehme ich mit, die verbrauche ich dann recht bald. Und das Feuergeschenk wird auch verkauft. Erstmal schauen, ob er irgendwas Nettes hat. Ein Strauchler hätte er. Ja. Ist es mir aber gerade nicht wert. So. So, jetzt wollen wir doch erstmal wieder im Molga mitnehmen. Dann genug Geld müsste ich jetzt wieder haben, ja genau genug. Dann machen wir hier den üppigen Wald hin und dann können wir wieder. Dann haben wir zumindest wieder 4 weitere Plätze für irgendwelche Einrichtungen. So, was kriegen wir jetzt? Alte Erde, dickes Holz. Ui, das sind schon erweiterte Baumaterialien. Eine Glanzlegierung, ein unzerstörbarer Fels, ein haltbarer Efeu, Schnittblumen, ein Höhlenseewasser und natürlich noch mehr Pokémon, die sich uns anschließen könnten. Ja, das sind Baumaterialien, die man braucht, um Sachen auszubauen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, wenn wir das Wasser-Dojo ausbauen wollten, dann bräuchten wir dafür 6-mal Schimmermetall und 6-mal Hartsteinsplitter. Und ja, davon haben wir jetzt gerade jeweils eine Einheit bekommen. Außerdem bräuchten wir 900 Poker und die haben wir ja gerade auch nicht. Und ich muss jetzt sowieso noch schauen, dass ich irgendwo nochmal 100 Poker herkriege. Haben wir denn da noch irgendwas, was man schnell verkaufen kann? Ich verkaufe mal die ganzen Orbs hier. Zumindest jeweils einen von denen. Okay, das reicht noch nicht. Ich brauche aber nochmal 100, weil ich nochmal schnell zum Wasser-Dojo will und mir dort nochmal schnell meine Kalkklinge aufpolieren lassen will. Ja, dann. Verkauf mal die halt nochmal. Okay.
Dann auf zum Wasserdojo. Sinelbeeren kann man wieder ernten, okay. Wieder 4 Stück, sehr schön. Wieder ein Strich mehr. Und weil ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt habe, ich glaube, ich muss den hier noch ansprechen hier. Mal an. So, jetzt kriegen wir immer eine Benachrichtigung, wenn wir irgendeinen Bonusweg haben. Also dann, jetzt müssen wir ins Jammertal. Okay. Na gut, Emolga kriegt jetzt erstmal ein paar Level-Ups, weil er die letzten 2 Expeditionen nicht dabei war. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Level-Up. Dürfen wir uns jetzt erstmal wieder schön durch den Dungeon hier durchprügeln. Und können hoffentlich dabei ein paar Attacken wieder schön trainieren. Hier wäre die Treppe, okay. Und gut, da hinten könnte ich noch einmal ganz nach unten gehen und schauen, ob da noch irgendwas ist. Donnerschock wurde gerade wieder ein bisschen aufpoliert, wie ich sehe. Na gut, der ist inzwischen auch schon Level 4 und auf Blau. Oh, du stehst da auf was? Ein Top-Elixier. Eine schicke Box. Schick.
Ich bin irgendwie total froh, dass ich diesen Aero-Ass gekauft habe. Oh Moment, da ist ja was. Oder war was. Ja, stimmt, die Flitiamo können ja hier über die ganzen... durch die Luft durchfliegen. Die Zahnklinge auch mal ein bisschen aufgelevelt. Braucht's ja auch ein bisschen. Auch wenn es eine Attacke ist, die ich nicht behalten werde. So. Dann gehen wir weiter. Ganze 2 Schaden. Aber er lässt eine Box fallen. Drei Schaden. Wird ja immer mehr. Na gut, aber der war jetzt auch sehr effektiv. Der letzte war nicht effektiv. Huch. Den hat der Einschüchterer abgeblockt. Okay, hier geht's nur im Kreis. Hier ist die Treppe. Dann schauen wir noch mal schnell, was hier in der Mitte ist. Moment, da ist Glitzerboden, eine Maronbeere. Gut, hab schon bessere Sachen aus dem Glitzerboden gezogen. Da sieh mal einer an, da ist ja unser liebes Psianerlein. Nihaha, auch wenn du noch so schnell davonläufst, du entwischt uns trotzdem nicht, hörst du? Wo versteckt ihr euch, ihr elenden Feilinge? Das wüsstest du jetzt wohl gerne, was? Komm doch her und such uns, wenn du so unbedingt wissen willst. Quack, quack. Erinnert ihr euch noch, dass ich diejenige bin, die vor euch flüchtet? Warum um alles in der Welt sollte ich denn bitte euch suchen gehen? Wie dem auch sei, um mich zu fangen, müsst ihr schon früher aufstehen. Außerdem weiß ich sehr wohl, worauf ihr es wirklich abgesehen habt. Aber das werde ich euch niemals geben, hört ihr? Niemals! Mihahaha! Sieh sich einer diesen widerschwänzigen Sturkopf an. Quack, quack, quack. Ihr wird sowieso bald die Puste ausgehen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir sie schnappen.
Schon, aber wir sollten trotzdem schnell machen und nicht herumtrödeln. Sonst gucken wir nachher dumm aus der Wäsche. Quahaha, ich habe ja schon verstanden. Also, genug herumgelabert. Jetzt machen wir ernst und schnappen uns die Kleine. Erstmal direkt neben der Treppe spawnen, auch nicht schlecht. Okay, ich denke mal nicht, dass ich gerade irgendjemanden habe, der zuschaut. Oder nur mal kurz eine Frage, schaut hier eigentlich gerade irgendjemand zu? Anscheinend nicht. Dann bleibt er jetzt erstmal ohne Spitznamen. Level 16. Irgendwie ist ja alles Level 16. Ein Kecleon-Laden. 201 habe ich. Eine Perceive-Bäre, Chaos-Orb, Appell-Orb, Heilsamen, Top-Elixier, Plus-Sief-Samen. Nicht jetzt dabei, was ich jetzt unbedingt brauchen würde. Oh, das war schon... Ah ne, da oben geht's ja noch weiter. Okay, jetzt habe ich jetzt schon gedacht, das war jetzt die ganze Ebene. Sonderlich groß scheint sie auch nicht zu sein. Oh, das ist wieder so eins dieser Pokémon, die man nicht wecken sollte, wenn man nicht stark genug ist. Ich bin aber stark genug. Und die geben mir ordentlich XP. Solche Pokémon findet man am laufenden Band in Bonuswegen. Deswegen mag ich Bonuswege eigentlich auch so gern. Da kann man so wunderschön trainieren drin. So, ein Appellorb, eine Perceive-Bäre. Ein sehr, sehr langer gerader Gang. Boden. Ein Schlaforb. Okay. Hier ist sonst nichts. Hier ist die Treppe. Und wieder ein Kecleon-Laden. Ein Taubsamen, ein Belebersamen, ein Plosivsamen und noch ein Plosivsamen. Ein Vitalorb, ein Level-Up. Na gut, ich habe eh nicht genug Geld, um jetzt gerade irgendwas Sinnvolles zu kaufen. Dann gehen wir einfach mal weiter.
Zwischenstation. Wir wissen alle, was das heißt. Am Ende kommt ein Boss. Ganz vergessen, dass ich im Molga sein Spezialband wiedergeben muss. So viel Sinelbeeren brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Ich habe ganz vergessen, die Zitrobeere den Lebenssamen mal irgendwann zu nomsen. Extra KP und nochmal 2 extra KP für ein Level Up. Wieso steigt mein Spezialangriff eigentlich stärker als mein Angriff? Ein Level Up für Molga. Schon wieder ein Laden. Wie viele Laden hat Kecleon hier in diesem Dungeon aufgemacht? So. Schauen, ob es da unten noch weitergeht. Aber anscheinend nicht. Schon wieder ein Toxipad. Haben wir schon im Team. Ach, Wunderfeld trifft sich eigentlich gerade ganz gut. Aber auch wieder eine sehr kleine Ebene. Ebene 8. Eine Treppe.
Kalkklinge aufpoliert. Wie stark ist sie denn inzwischen eigentlich schon? Hat zumindest inzwischen schon fast mehr Stärke als Attackenpunkte. Ist ja auch schon mal was. Genauigkeit wird auch langsam immer besser. Irgendwie sind alle Ebenen hier in dem Dungeon ziemlich klein. Zumindest seitdem wir beim Checkpoint in der mittendrin angekommen sind. So, dann geht Kalkklinge so langsam mal auf Level 4 zu. Bloß manchmal etwas tiefer in die Räume rein, damit ich keinen Glitzerboden irgendwo übersehe. Könnte ja Goldbarren oder ähnliches drin sein. Schon wieder ein Top-Elixier. Am Anfang hat man keine und braucht so viel. Am Schluss kriegt man sie nur noch und man braucht sie nicht mehr. Einfach weil man irgendwann einmal viel zu viel Attackenpunkte hat. Könnte noch was sein. Wir haben eh ausnahmsweise mal wieder eine etwas größere Ebene. Ein Flea-Orb. Na gut, dann auf zur Treppe. Domi hat es ja mal wieder geschafft, sich vergiften zu lassen. Hallo Schnurrgast. Dieses leidige Katzen-Maus-Spiel geht mir sowas von auf die Schnurrhaare. Bin schon völlig außer Atem. Aber nicht mehr lange. Jetzt bist du fällig, du kleines Aas. Oh je. Quahquahaha. Du hast gut reden, Schnurrgast. Als ob du in Schwitzen gekommen wärst. Ich hab mir ja hier doch fast die Lunge aus dem Leib gerannt. Wenn das so weitergeht, muss ich bald noch unser Sauerstoffzelt. Worüber beklagst du dich denn, Toxiquack? Das bisschen Jogging tut deiner Linie doch ganz gut, oder etwa nicht? Qua! Wann hast du dich denn zuletzt im Spiegel betrachtet, mein Dickerchen? Qua, qua. Und jetzt her damit, sofort. Rück alles raus, was du bei dir hast. Spar dir den Atem. Das Biest hört ja eh nicht auf dich. Lass sie uns einfach rasch filzen, das geht schneller. Ah. Ja? Was hast du denn? Diese miese Kleine hat ja absolut gar nichts bei sich. Was? Rück mit der Sprache raus, du Schnepfe. Wo hast du die Zugangskarten versteckt? Wird's bald.
Wenn du schweigen willst, dann prügeln wir die Infos eben aus dir heraus, kapiert? Das wirst du doch bitter bereuen. Nicht so schnell! Das Pokémon dort drüben dürfte ja wohl Psyana sein. Wir kommen gerade noch rechtzeitig. Ja? Wer seid ihr, Pfeifen? Sagt schon. Shy Guys, das ist unser Name. Wir sind hier, um Psyana zu retten. Wovon fasen diese Schwachköpfe da? Ich verstehe nur Bahnhof. Ach, was kümmern mich diese Nervensägen? Lass uns da schneller wie die Biene bringen. Quahaha. Wie heißt es so schön? Wer nicht hören will, muss fühlen. Das haben wir gleich. Ganz meine Meinung. Was muss, das muss. Gib Acht, Kilian. Sie setzen zum Angriff an. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer ihr Luschen seid, aber ihr habt euch eindeutig mit den Falschen angelegt. Auf sie mit Gequacke! Okay. Dann einfach mal drauf da. Einschüchterer OP, habe ich gehört. Das ist immer wieder typisch. Einmal Genauigkeit runtergedrückt und schon trifft man nichts mehr. Ja, aber das war's auch schon. Qua, qua, qua. Mia, ha? Da, diese Typen. Ah. Ah. Nimm die Beine in die Hand und ab durch die Mitte. Das war aber außenrum und so. Hey, Psyana, bist du unverletzt? Wir sind hier, um dich zu retten. Nachtara hat uns alles erzählt. Ich verstehe. Der gute Nachtara. Vielen Dank, dass ihr zu meiner Rettung herbeigeeilt seid. Nun, ich habe schon bessere Tage gesehen, aber ansonsten geht es mir gut. Keine Sorge. Von solchen Fieslingen lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Also an Mumm fehlt es dir schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Jetzt haben wir aber genug über mich geredet. Lass uns schleunigst nach Radstadt gehen. Ich muss dort etwas überprüfen. Klar doch, worauf warten wir denn noch? Nachtara wird dich auch schon erwarten. Jep, ich möchte speichern und das Spiel fortsetzen. Psyana. Nachtara. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich wollte wirklich nicht. Und ich bin froh, dass es dir gut geht. Aber so sehr ich mich jetzt auch zusammen mit dir freuen möchte, es gibt etwas, worum ich mich kümmern muss. Ich weiß. Aber wir müssen auf jeden Fall zuerst Kilian und Co. gebührend danken. Natürlich. Kilian, Domi. Vielen, vielen Dank euch allen. Euch haben wir zu verdanken, dass wir jetzt hier sind. Kein Problem, die Hauptsache ist, dass es euch beiden gut geht. Aber die Pokémon, die euch angegriffen haben, wer waren die bloß? Gute Frage. Ich habe offen gesagt auch keine Ahnung, wer die waren. Nachtara. Die hatten es auf die Zugangskarten abgesehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, wer diese Pokémon auch waren. Wenn sie es auf die Zugangskarten abgesehen hatten, ist ihr Ziel ja klar. Entweder wollten sie unsere Forschung in irgendeiner Form sabotieren, oder aber sie wollten die Zugangskarten deshalb stehlen, weil sie vielleicht selbst zum Riesengletscher gelangen wollen. Was? Moment mal. Was du da gerade gesagt hast? Du weißt schon, dass du da ganz beiläufig etwas äußerst Interessantes gesagt hast? Ach ja? Habe ich das? Ich habe doch eigentlich nur gesagt, dass die Zugangskarten stehen wollen, um zum Riesengletscher zu gelangen. Zum Riesengletscher? Da will jemand zum Riesengletscher?
Wir reden hier schon von dem Riesengletscher. Der auf den noch nie jemand einen Fuß gesetzt hat, oder? Das soll man noch, also tatsächlich irgendwie hinkommen können. Ach so. Ich schätze, das hatte ich euch gegenüber wohl noch nicht erwähnt, was? Wir zwei haben uns ganz der Erforschung des Riesengletschers verschrieben. Tief im Inneren des Riesengletschers, dort drin muss er sich befinden. Der Riesenkristall, der all die Dinge um sich herum schweben lässt. Nachtara ist davon jedenfalls überzeugt. Ein Riesenkristall, der die Dinge um sich herum schweben lässt? Diese Theorie lässt sich nur beweisen, indem man den Riesengletscher aufsucht. Das Problem ist allerdings der Weg dorthin. Riesige Gletscherspalten versperren den Zugang. Man kommt also nicht dorthin. Deshalb dachten wir uns ja auch, uns den Verlauf der Erdszenen zunutze zu machen, um einen Dungeon zu finden, der einen Ausgang am Fuße des Riesengletschers hat. Damit man so die Gletscherspalten auf einfache Weise hinter sich lassen kann. Wenn es uns gelingt, solche Zugangskarten herzustellen, dann wäre es wohl möglich, den Riesengletscher zu erreichen. Das ist ja Wahnsinn. Das würde also bedeuten, dass mit einer Kombination all eurer Zugangskarten der Riesengletscher tatsächlich ein erreichbares Ziel werden würde? Genau. Wir müssen aber noch ein wenig an der genauen Anordnung feilen. Tja, das könnte sich jetzt eventuell leider als schwierig herausstellen. Sienna, wie es aussieht, hast du deine Zugangskarten nicht mehr, kann das sein? Haben diese gemeinen Verfolger sie dir etwa gestohlen? Naja, selbst wenn, dann ist das nicht schlimm. Dann sind die Zugangskarten eben weg. Weißt du, Psyana, die Hauptsache ist doch, dass du gesund und munter wieder bei mir bist. Jetzt aber mal langsam, Nachtara. Zieh wieder keine voreiligen Schlüsse. Die Zugangskarten wurden nicht gestohlen. Was? Ich weiß auch nicht. Ich wünschte fast, es wäre so gewesen. Um ehrlich zu sein, also, ich habe da etwas getan, was ich sehr bereue. Was machst du denn hier? Bist du auch nicht verletzt? Alles in Ordnung mit dir? Es geht mir gut. Hier, die gehören dir. Sind das etwa die Zugangskarten? Aber wie kommt es denn, dass Fulikon dir auf einmal hat? Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe niemandem etwas davon gesagt. Vielen Dank. Du musst doch sicher große Angst gehabt haben. Ich und Angst? Aber nein, ich bin total mutig. Dann bin ich ja beruhigt. Tut mir wirklich leid. Aber es geht mir doch gut. Wirklich, also bitte, bitte nicht weinen. Was ist denn hier los? Das frage ich mich allerdings auch. Schön, dich kennenzulernen, Sienna. Ich bin die Mutter dieses Jungen. Ach, es tut mir so leid. Was ich getan habe, ist wirklich unverzeihlich. Es ist meine Schuld, dass sich dein Sohn in solcher Gefahr befunden hat. In Gefahr? Dürfte ich fragen, was da überhaupt vorgefallen ist? Aber natürlich. Seit ich Nachtara aus den Augen verloren habe, war ich ja ständig auf der Flucht. Ich wollte es irgendwie bis in die Stadt schaffen, aber die Feinde waren mir dann immer einen Schritt voraus. Ich war die ganze Zeit so nah an Raststadt dran, habe es aber nicht hineingeschafft. Ich war in Sorge um meine Sachen, die ich unterwegs zur Sicherheit versteckt hatte. Also hatte ich mich entschieden, zurück zu jener Stelle im Farbenwald zu gehen. Ich war auf dem Weg dorthin stets in Sorge, dass mir der Feind auf den Fersen ist. Ich steuere jedoch zielstrebig den Ort an, in dem ich meine Sachen versteckt hatte. Und hallo, Proto. Als ich jedoch an besagter Stelle ankam, war dort dieser Junge. Hey, du, was machst du da? Entschuldigung, die Zugangskarten. Da lagen sie, alle meine Sachen, wild auf dem Boden verteilt. Und darunter natürlich auch die Zugangskarten. Sind das etwa deine Sachen? Tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass sie dir gehören, hätte ich sie nicht angefasst.
Ich verfiel in Panik. Wären meine Verfolger hier aufgetaucht, wären die Zugangskarten jetzt futsch. Danke, Proto. Habe ich neulich noch so eingerichtet. Aber was noch viel schlimmer ist, sie könnten ja auch jetzt noch jeden Augenblick auftauchen und angreifen. Was sollte ich nur tun? Ich suchte verzweifelt nach einer Antwort, bis ich plötzlich eine Idee hatte. Haha, hey Kleiner, du musst mir jetzt ganz aufmerksam zuhören, okay? Okay. Nein, so geht das nicht. Er kriegt noch Angst, wenn ich so verzweifelt wirke. Ganz ruhig jetzt, ich muss mich unbedingt wieder einkriegen. So, ist es besser. Hör mal eben her, Kleiner. Das sind in der Tat meine Sachen, aber ist da irgendwas dabei, was du gern haben würdest? Ja, schon. Ich finde diesen roten Edelstein so wunderschön. Ach ja? Weißt du was? Dann schenke ich ihn dir. Was? Wirklich? Ja, klar. Du müsstest mir im Gegenzug allerdings etwas versprechen. Ich würde dir gerne diese Karten dafür ein Weilchen anvertrauen. Diese Karten? Ja, genau. Würdest du sie an dich nehmen, bis ich komme, um sie mir wiederzuholen? Und noch was, diese Karten sind unser kleines Geheimnis, okay? Kein Wort davon zu niemandem. Also, was sagst du dazu? Kannst du mir versprechen, dass du das so hinkriegst? Klar, wird gemacht. Ich verspreche es. Ich werde niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählen. Ich wohne in Raststadt. Komm also bald vorbei, um dir die Karten wieder abzuholen, ja? Mach ich. Dieses Geräusch. Da kommt anscheinend jemand. Also ich mache mich dann langsam auf den Weg. Du gehst auch besser direkt nach Hause, oder? Deine Mutter sorgt sich bestimmt. Ja, ich gehe schnurstracks heim. Also, bis dann. Juhu! Ich habe den roten Edelstein geschenkt bekommen. Und so kam es, dass ich mit dem Kleinen die Zugangskarten anvertraute. Erst danach ist mir klar geworden, was ich da eigentlich getan habe. Versprechen hin oder her, es gab keine Garantie, dass die Sache geheim bleibt. Ich habe die Zugangskarten einem Kind anvertraut. Nichts auszudenken, was passiert wäre, hätten unsere Verfolger es mitbekommen. Wenn sie davon erfahren hätten, wäre Folikon in großer Gefahr gewesen. Als mir das klar wurde, bin ich sofort in den Farbenwald, doch ich kam zu spät. Folikon war nicht mehr dort. Wir müssen uns wohl irgendwie verpasst haben. Als du dort angekommen bist, müssen wir ihn wahrscheinlich gerade dort aufgelesen haben. Ich mag zu dem Zeitpunkt echt verzweifelt gewesen sein, aber wenn ich jetzt daran denke, welche Gefahr ich den Jungen ausgesetzt habe, mir waren danach auch ständig diese Verfolger auf den Fersen, sodass ich nicht mehr nach ihm suchen konnte. Während ich auf der Flucht war, war ich die ganze Zeit krank vor Sorge. Ein Glück, dass nichts passiert ist. Bitte, bitte nicht weinen, Psiana. Ja, bitte nicht weinen. Du hattest selbst solche Angst, dass du einfach keine Wahl hattest. Und du hast dir trotzdem die ganze Zeit Sorgen um meinen Sohn gemacht. Danke. Und das Tolle ist doch, dass Folikon sein Versprechen an dich halten konnte. Dieses Erlebnis hat ihn stärker gemacht. Er hat richtig was fürs Leben gelernt. Als deine Mutter bin ich dir wirklich dafür dankbar. Ist das nicht toll, Psiana? Psiana. Ja, das ist doch alles wunderbar. Die Sache hat ein gutes Ende genommen. Sag doch mal nach Tara. Was habt ihr beiden denn jetzt vor? Ach ja, jetzt da du es erwähnst. Wenn es nicht zu sehr stört, könnten wir vielleicht noch ein Weilchen bleiben. Wenn wir Raststadt jetzt verlassen werden, wir sonst gleich wieder angegriffen. Und weder ich noch Psiana sind derzeit in bester Verfassung. Ich denke wirklich, es wäre das Beste, wenn ihr noch ein wenig bleiben würdet. Natürlich könnt ihr bleiben. Ich warte bis überall ohnehin keine anderen Gäste. Danke, Soroness. Es ist sehr freundlich von dir. Dann bleiben wir also noch ein Weilchen bei dir in der Herberge wohnen. Zahlen müsst ihr aber natürlich trotzdem. Das sollte klar sein, oder? Natürlich ist das klar. Was für ein Wechselbad der Gefühle heute. Zum Glück ist Psiana wohl auf. Als ich Psiana zum ersten Mal begegnete, hatte ich den Eindruck, einem Pokémon gegenüberzustehen, das mit allen Wassern gewaschen ist. Aber das ist nicht alles. Sie ist sehr gewissenhaft und gibt immer 100%. Doch ich hätte nie gedacht, dass sie so nah am Wasser gebaut hat.
Nachtara ist ebenfalls sehr zielstrebig. Die zwei sind mir sehr ins Herz gewachsen. Dem kann ich nur beipflichten. Es bleibt niemandem verborgen, mit wie viel Ernsthaftigkeit sie bei der Sache sind. Und dann noch diese Zugangskarten, welche die beiden da erforschen. Ganz zu schweigen vom Magna-Portal, das direkt in den Dungeon führt. Jeden Augenblick, als ein gleißend heller Kreis aus Licht alles ringsherum durchflutete und den Anblick des Magna-Portals, das sich urplötzlich inmitten des Lichtmeeres auftat, werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen. Und das, obwohl Nachtara meinte, es sei noch unvollständig gewesen. Wie mag sich einem dieser Anblick dann erst eine in aller Vollkommenheit darbieten? Das möchte ich ja zu gerne wissen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hey Kilian, also ich habe mich gefragt, ob ich den beiden bei ihrer Forschung nicht ein wenig zur Hand gehen sollte. Was hältst du davon? Team Scheigers könnte ihnen noch mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder nicht? Das hört sich super an. Schön zu sehen, dass wir da ähnlicher Ansicht sind. Dankeschön. Lass uns gleich morgen mit Nachtara darüber sprechen, okay? Dann wollen wir mal zusehen, dass wir noch eine Mütze voll Schlaf kriegen. Bis morgen, Kilian. Träum was Schönes. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste doch jetzt sowieso gleich die beste Szene aus dem ganzen Spiel kommen. Guten Morgen, Kilian. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Ja, Moorlord. So. Kilian, du weißt ja bestimmt noch, was wir gestern Abend besprochen haben. Also lass uns als allererstes mit Nachtara und Psiano sprechen, okay? Ich möchte den beiden versichern, dass sie immer auf unsere Hilfe zählen können. Sie halten sich bestimmt bei Svarones in der Herberge auf. Dann wollen wir mal los. Ja, aber vorher... erstmal eine Runde zum Wasserdojo. Moment, Bären noch nicht fertig. Okay. So. Wieder ein bisschen aufgestiegen. Und dann schauen wir mal eine Runde nach Raststadt. Huch. Sie sind nicht hier. Wohin könnten sie nur gegangen sein? Vielleicht weiß Varon jetzt ja, wohin die beiden aufbrechen wollten. Nachtara und Psiana? Die beiden sollten auf dem Hügel sein. Ich hielt es für eine gute Idee. Sie sind zwar noch nicht wieder völlig fit, aber etwas frische Luft könnte nicht schaden. Auf zum Hügel! Oh, das sind ja Nachtara und Psiana. Ist es für euch nicht ein bisschen zu früh, um schon wieder auf den Beinen zu sein? Das habe ich mich auch gefragt. Aber allem Anschein nach geht es ihnen wirklich besser. Ja, dank euch allen fühlen wir uns schon wieder viel besser. Außerdem dreht man doch komplett durch, wenn man immer nur ins Bett gefesselt ist. Gerade jetzt, wo unsere Forschung doch so kurz vor ihrem Abschluss steht. Ach wirklich? Das freut mich für euch. Nun, um ehrlich zu sein, genau deswegen sind wir auch hier. Gestern Abend habe ich mich mit Kilian darüber unterhalten. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir euch gerne bei eurer Arbeit helfen würden. Wie bitte? Was haltet ihr davon? Könnten wir euch vielleicht dabei behilflich sein? Und, ihr könnt euch uns auch ruhig sagen, wenn wir euch eher zur Last fallen würden. Nein, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich wäre überglücklich, wenn ihr uns helfen würdet. Verstehe, wo drückt dann der Schuh?
offen gestanden haben wir zwei uns letzte Nacht ebenfalls ein bisschen unterhalten und es gäbe da auch etwas, worum wir euch gerne bitten würden. Und das wäre? Ja, also, was hättet ihr wohl davon, wenn wir uns Team Shy Guys also euch anschließen würden? Was? Ihr wollt unserem Team beitreten? Ja, wenn wir dürfen. Der Wunsch, für euch für eure Hilfe zu danken, ist natürlich mit einer der Beweggründe, jedoch nicht der einzige. Denn wir benötigen in der Tat eure Hilfe, um unseren Traum wahr werden zu lassen. Wenn es uns gelingt, die Zugangskarten zu vervollständigen und das Magma-Portal planmäßig heraufzubeschwören, dann wäre es unser Wunsch, dass ihr uns zum Riesengletscher begleitet, Kilian und Domi. Was? Wir von Team Shy Guys werden mit Nachtara und Psyana zum Riesengletscher aufbrechen? Ist das euer Ernst? Ich liebe diese Szene. Marlord, bester Auftritt. Nanu, habt ihr etwa alle heimlich unser Gespräch belauscht? Also ihr seid mir ja ein feiner Haufen, ich muss schon sehr bitten. Unsere Nachforschungen sind so gut wie abgeschlossen, daher brauchen wir dabei auch keine Hilfe. Der Riesengletscher hingegen ist noch vollkommen unerschlossen. Wer weiß, was uns dort erwarten wird. Wir könnten uns auch allein auf den Weg machen, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir auch wieder an einem Stück zurückkehren würden. Wenn wir allerdings euch von Team Shy Guys an unserer Seite hätten, dann könnten wir unsere Aufmerksamkeit ganz dem Riesengletscher widmen. Es tut uns leid, falls unsere Bitten euch und eurem Abenteuer etwas ungelegen kommt. Aber nicht im Geringsten. Wir würden euch liebend gern begleiten. Das ist doch auch so, Kilian, ja? Ehre. Wer kann schon von sich behaupten, auf dem Riesengletscher gewesen zu sein? Was werden wir wohl dort wohl vorfinden? Ich kann es gar nicht erwarten. Ich habe schon jede Menge neue Geschäftsideen. Bei dem Namen dürfte da wohl tonnenweise Eis herumliegen, stimmt's? Oh, dann könnte ich vielleicht mal ein Haus aus Eis bauen. Solltet ihr also irgendwas finden, das ich verarbeiten könnte, dann bringt es mir. Boss, es macht wirklich keinen Spaß, immer den Spielverderber zu geben. Aber noch ist nicht klar, ob sie überhaupt zum Riesengletscher aufbrechen werden. Hä? Tja, Kilian hat schließlich noch immer kein grünes Licht gegeben. Aber das wirst du doch, Kilian, habe ich recht? Ja, Proto, du hast die Stelle verpasst. Moment mal, Kilian. Dir kommen doch jetzt nicht ernsthaft Zweifel, oder? Nach Taramsiana nichts für ungut. Ihr müsst nämlich wissen, dass sich Kia hier manchmal völlig grundlos den Kopf zerbricht und von Zweifeln geplagt wird. Gib mir nur einen Augenblick, ja? Gut, dann spitz mal schön deine Lausche und hör mir gut zu, Kilian, okay? Die Erkundung des Riesengletschers ist der Traum eines jeden echten Abenteurers. Noch niemand hat je zuvor seinen Fuß auf dieses Terrain gesetzt. Wir werden somit die Ersten. Ein solches Abenteuer darf man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Du kommst mit uns, ob du nun willst oder nicht. Wir lassen uns diese einmalige Gelegenheit nicht nehmen. Was ist denn bloß in Indien gefahren? Ich habe doch überhaupt nicht gezögert. Die quasseln ja auch alle durcheinander. Da habe ich halt einfach den rechten Zeitpunkt verpasst, um zu antworten. Und wie entscheidest du dich, Kilian? Bist du damit einverstanden, dass Nachtara und Psyana unserem Team beitreten? Was soll ich bloß sagen? Aber natürlich! Kilian, super, das wäre ja dann geklärt. Und an dieser Stelle muss ich hier noch eine Kleinigkeit machen. Plopp, plopp. So. Nachtara und Psyana, vom heutigen Tage an seid ihr beiden offiziell Mitglieder unseres Teams. Hurra! Von nun an sind wir also Freunde. Es ist mir eine Freude, Nachtara und Psyana. Es ist doch immer wieder schön, neue Freunde zu gewinnen, stimmt's? Willkommen im Team, ihr zwei. Vielen Dank. Wir sind überglücklich, nun Teil eines so tollen Teams zu sein. Tausend Dank, liebe Freunde. Nun, es fällt mir schwer, euch das direkt nach dieser netten Aufnahme zu sagen, aber wie eben bereits erwähnt, unsere Forschung ist fast abgeschlossen. Für den Moment also möchten wir sie unbedingt zu Ende bringen.
Wir verstehen schon. Wir sehen das ähnlich, müsst ihr wissen. Momentan hat eure Forschung Vorrang und dabei können wir euch halt nicht helfen. Daher ist es auch kein Problem, wenn ihr fürs Erste nicht an den Einsätzen teilnehmt. Super, das ist uns eine große Hilfe. Sobald die Forschung abgeschlossen ist und die Zugangskarten komplettiert sind, lassen wir es euch umgehend wissen. Ja, und mich bitte auch. Ich würde zu gern mit eigenen Augen sehen, wozu diese Zugangskarten imstande sind. Oh ja, das will ich mir auch nicht entgehen lassen. Kein Problem. Super. Und in der Zwischenzeit erledigen wir ein paar Jobs vom Infobrett. Ihr könnt euch so lange ganz eurer Forschung hingeben, hört ihr? Wenn diese Zugangskarten dann erstmal fertig sind, brechen wir alle gemeinsam auf. Und zwar zum Riesengletscher. Hurra! So, einen Moment kurz. Ich muss mir hier mal schnell das Licht anmachen. Wird nämlich langsam dunkel hier bei mir. Ein paar Sekunden. So, da bin ich wieder. Ich habe mir nebenbei auch noch schnell mal ein neues Glas eingeschenkt. Dann kann es direkt weitergehen. Und Proto, keine Sorge, wenn du die Stelle verpasst hast. Ich gebe dir dann, wenn das YouTube-Video online ist, den Timecode dazu. Weil Morlord darf man einfach nicht verpassen. So, ich glaube, ich habe noch ein paar Boxen, die man aufmachen muss. Ein Versammlungscape, okay. Ui, nice, ein Eisen. Und eine Zitrobeere. Wäre ja immer besser. Und ich habe kein Geld mehr für die letzten zwei Boxen. Das heißt, ich verkaufe die beiden Sachen hier erstmal. Wieso steht das immer auf Nein? Die Top-Elixiere kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Ich brauche nicht so viele. Ich brauche genau 300. Fehlen mir jetzt noch ein bisschen was. Was können wir denn hier noch schön verkaufen? Vital-Orbs lasse ich lieber mal noch drin. So. Und dann die letzten zwei Boxen noch aufmachen. Noch eine Zitrobeere, ui.
Und ein Top-Elixier. Na gut. Aber hey, drei super Items rausgezogen. So, den tun wir mal weglegen. Zweimal Top-Elixier reicht, wenn ich es dabei habe. Vier Sindelbeeren, okay. Also ist drei Top-Elixier auch egal. Habe ja genug Platz im Beutel inzwischen. Dann... So. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja. Was haben wir denn für eine V-Welle? Elektro. Okay, wäre nicht schlecht, aber wir können es trotzdem versuchen umzuändern. Einmal am V-Roulette drehen. Das könnte sogar was werden. Hey, ich hab's geschafft. Das erste Mal. So. Dann machen wir heute mal eine Wasser-V-Welle. Was ich gerade bauen will. Ich glaube, ich bräuchte noch ein Eis-Dojo für irgendwann mal. Ich bräuchte also Schimmelmetall und Hartsteinsplitter nochmal. Dann ordnen wir mal nach Metall und schauen, ob irgendwo... Ja, da wären zum Beispiel mal Hartsteinsplitter dabei. Und das wäre sogar eine 3-Sterne-Mission. Na dann, die Wasservorwelle will ich jetzt aber schön ausnutzen. So, erstmal noch einen Schluck getrunken. Macht auch mal wieder schön Spaß, nochmal extra viel Schaden zu machen wegen der V-Welle. Hier wäre die Treppe. Aber ich muss das jetzt so schön ausnutzen, dass ich meine V-Welle habe.
Da oben könnten noch irgendwie ein, zwei Räume sein. Na gut, dann mal auf zur Treppe. Ich sollte wieder mit Pfeiltasten spielen. Wesentlich präziser. Komm doch her. Oh, Moment, da hinten geht's ja auch noch weiter. Sehe ich gerade erst. Dann schauen wir mal, was da hinten noch alles ist. Ruckzuckhieb ist bald auf Level 6. Wie viele Attackenpunkte hat der eigentlich inzwischen schon? 29. Und das dreimal für alle meine Teammitglieder, die den Ruckzuckhieb können. Ich habe gar nicht geschaut, was ich bei der V-Welle überhaupt für einen Bonus habe. Das müsste hier sein, ja. Also ich habe einen Stärke-Bonus, Erfahrungspunkte-Bonus, AP-Energiespare, Feilscher und Attackenaufstiegsbonus. Nett. Alles, was ich will. Und wenn ich einen Feilscher habe, dann müsste ich doch eigentlich Zeug auch billiger kriegen, aber das ist im Moment egal. Ich habe genau 95 Poké dabei, damit kann ich mir eh nichts kaufen. Auch wenn er wieder sehr nettes Zeug dabei hätte. Und apropos nettes Zeug, da fällt mir ein, ich muss mein nettes Zeug gerade mal noch vernomsen. Ups, da wollte ich hin. Wir haben hier noch ein Eisen. Auch kein Glitzerboden hier, okay. Kleine Ebene. Aeroass aufpoliert.
benutze die Aquarelle noch viel zu selten. Okay, hier ist eine Sackgasse. Viridium Level 29. Eine harte Box. Wird Ramaidon bestimmt auch seinen Spaß dabei haben. Und ruckzuck bis Level 6.
Jetzt kann er noch maximal 3-mal den Balken komplett voll machen und dann ist er ausgemaxt. Weil nach 6 kommen nur noch 7 und 8 und wenn 8 ausgemaxt ist, dann ist es ein Stern. Aber ich glaube, ich kann gleich sagen, dass es so weit nicht mehr kommt, weil spätestens ab Level 7 steigen die Attacken einfach so verdammt langsam, dass man das kaum noch merkt. Also, und wenn du auf Level 8 bist, dann kriegst du, glaube ich, sowieso fast nur noch Striche auf die Attacken drauf, wenn du sie im Dojo trainierst. Also, ich weiß, wie das ist. Ich habe es einmal geschafft, die Kalkklinge aufs Maximum zu bringen. Und ohne das Dojo wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Also, möglich gewesen wäre es wahrscheinlich schon, aber ich hätte, was weiß ich, wie viele Stunden da auf irgendwelchen Viechern rumkloppen müssen. Alle Attacken schon auf grün-rot. Ein Level Up für Dummy. Ja gut, das heißt, dass ich auch gleich wieder einen krieg. Wie ein Skelabra. Yep, da ist der Level Up. Nächstes Level und ich, also ein Level noch und ich krieg meine nächste Attacke. Ah nee, wieso Konfustrahl? Okay, hier ist schon wieder eine Sackgasse. Irgendwie erinnert mich das an etwas. Spezialband und eine Sinelbeere. Wieso haben die Kecleons hier eigentlich immer so verdammt gute Sachen? Und zwar immer dann, wenn ich kein Geld habe. Wenn ich sowas in Postgame versuche, das kriege ich nie, so einen tollen Kecleon-Laden. Oh, Moment, da war ein Baumball. Okay, das hat ihn mal erwischt. Geht's da unten eigentlich weiter oder geht's da nur in den Laden? Da geht's nur in den Laden, okay. Ebenen mit einem Kecleon-Laden sind immer relativ klein. Ui. Hagel. Das heißt, die Ebene sollte ich auch relativ schnell abschließen. Weil ohne KP-Regeneration ist das nicht so das Wahre. Kalkklinge ist jetzt Level 4.
Gefällt mir. Im Molga hat Level 29 erreicht. Aquavelle ist bald auf Level 2, genauso wie die Zornklinge. Okay. Auch wenn es auf dieser Ebene wahrscheinlich noch viel zu erkunden gibt, aber bei Hagel will ich nicht auf der Ebene bleiben. Sandsturm, juhu. Dasselbe Mist in Braun. Dann halt nicht. Okay, das hat gereicht, um die Zahnklinge auf Level 2 zu bringen. Ui, gleich 4. Na, in dem Fall einmal das hier. Ich würde mal sagen, GG easy. Hier liegt noch zu viel Zeug rum, als dass ich den jetzt direkt verlassen will. Jetzt können wir ihn verlassen. Ein Alertoskop und 80 Paradiespunkte. Nett. Gut, war jetzt auch schon eine 3-Sterne-Mission. So. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und ja. Ist hier aktuell sowieso schon wieder viel zu heiß und viel zu schwül. Also lasse ich es für heute mal gut sein und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Haben wir heute zumindest den dritten Boss geschafft. Das heißt, man könnte meinen, wir sind mit dem Spiel halb durch. Aber gut. Jetzt. Ja. Halb durch, stimmt fast. Da kommt noch ein bisschen was. Aber gut. Ich mache jetzt Streamende. War mal wieder schön, das Ganze hier zu machen, auch wenn es heute ein bisschen wenig Zuschauer waren. Ich meine, ganze 2 Stück und beide und nie 2 gleichzeitig, aber egal. Macht Spaß zu streamen. Wir sehen uns dann im nächsten Mal. Macht's gut.